Ja, willkommen. Kurz nach der Season sehen wir uns dann doch schon recht fix wieder. Und da sind wir im neuen Teil, aber heute im Rahmen der ESRT. Ja, also mehr oder weniger. Wir kommentieren das ganze Thema nur. Der liebe Druxo hat sich natürlich wieder nicht lumpen lassen und mal wieder ein schönes Event für unsere Fahrer organisiert. 4 Strecken fahren wir. 4-mal kurzes Qualifying, 18 Minuten und ein 25%iges Rennen im Anschluss. Wir fahren natürlich auf Strecken, die wir auch letzte Season zum Beispiel nicht gefahren sind. Eine davon, das ist gleich der Opener, das ist Baku, da gehen wir gleich rein. Gefolgt von Texas, Spanien und Abu Dhabi. Aber jetzt das allererste Mal Formel 1, F1 24 hier bei der Truxo WM. Ab nach Baku, waren wir gar nicht letzte Season. Wird auf jeden Fall ein interessantes Thema hier. Wir sehen ja auch schon die ersten Herausforderungen. Aufwärmspuren von der letzten Runde, die zieht es doch so ein bisschen nach. Und das ist der Kollege, nee, ist der Kollege da vorne, entschuldigt. Vorne ist ja noch jemand. Ja, sehr schön, kommt der Junge. Das passt alles so weit bei Brady. Oh, und dann zerhaut sie ihn hier. Beim Stupid, ganz klassisch, diese Stelle. Da haut sie ihm direkt das Fahrzeug weg auf der Bremse scheinbar. Und das ist kein guter Einstieg. Da wird sich Brady auch mächtig ärgern, wir kennen ihn. Bison hat auch schon gesagt, ja, das Spiel macht viel mehr Spaß als das alte, aber er ist langsamer. Er gaudert sich hier noch ein bisschen Windschatten vom lieben Druck so. Seitentechnisch ist er da wohl ein bisschen weit weg. Lassen wir uns erstmal auf die erste Zwischenzeit überraschen. Die ist schon weg. 41-1. Zehntel hinter Simon, aber Twitch, der haut hier richtig was raus. Truxo auch sehr gut dabei mittlerweile. Bison hat es auch gesagt, bei Truxo kommt er mittlerweile auch nicht ran. Und wenn wir Bison aus der letzten Season kennen, der hat ja teilweise den Jungs seinen Stempel aufgedrückt, auch im Quali schon. Und wenn es im Rennen aber richtig rund geht, hat das gerne auch mal gemacht, je nach Strecke. Deswegen war er auch einer der Titelcontender letzte Season. Und dann Florian mit dem Querstern beim Rausbeschleunigen hier auf die längste Gerade dieser Strecke. Wenn man, ja, diese Kurven sind Vollgas, deswegen zähle ich sie mal zu Geraden hinzu. Wir sehen auch, das ERS neigt sich dem Ende zu. Jetzt ist er 11. Okay, sinkt nicht mehr, aber ja. Aber die Zeit dementsprechend natürlich auch, hätte richtig viel Zeit verloren auf der Geraden. 43,9, das auf jeden Fall mindestens eine Sekunde allein auf dieser Geraden. Wenn ich sogar um einiges mehr. Und jetzt hier Turn 1, haut das nochmal weg. Und jetzt sind wir aber gespannt. Schauen wir mal Twitch zu. Schmeißt das Auto hier um die Kurve. Das sieht richtig gut aus. Aber uns der Sektor. Eine halbe Sekunde allein im ersten Sektor. Brutale Zeit, während sie immer noch aufgeschlossen hat. 39,6. Das ist aufgeschlossen. Das sind immer noch viele Zehntel. Und der Twitchy hat die nächsten 38 oder die nächste Sekundenzeit genau Fenster im Blick. Und das sind die 38er Zeit. Die hat der ganz dicke. Das erste ist 87%. Das ist auch ein bisschen schwierig in der Frage. Boah, hier ist sehr viel Risiko. Das passt aber alles. Mal schauen, was haben wir jetzt für eine Zwischenzeit. 18. Da sind vielleicht nochmal diese 0,1 Sekunden drin. Und vielleicht auch die 37er aber gleich abzubringen. Das wäre natürlich eine bombastische Leistung, die wir alle zusammen mal gekriegt haben. Wir haben den Jet gesehen. Sehr schönes Thema, wieder einer mehr. Und jetzt kommt Twitch. Und der hat hier noch mehr Essen bis zum Schluss. Und Twitch hat sich richtig gut eingeteilt. 38,3 hat ja am Ende doch. Ja. 3000stel nur gewonnen, in Anführungsstrichen 3000stel gewonnen. Aber sehr, sehr gute Zeit, da wird Simon auch erstmal schlucken müssen, sich denken, wo nimmt er das denn jetzt her? Nicht, Johnny, 1,6 Sekunden. Das ist wäre eine vernünftige Zeit, könnte Richtung Truxo gehen, wäre da immer noch ein bisschen hinter ihm. Aber wer weiß, was hat er hier noch in den letzten... Oh, dieselbe Zeit gefahren wie Truxo, sehr geil. 39,256, 1:1, 1000, er hat eine Position gewonnen. So ist es dann in Anführungsstrichen nur P3. Und damit haben wir das erste Qualifying jetzt absolviert, sehr schönes Thema. Twitch und Simon, die beiden Österreicher hier vorne
nicht vorneweg, das ist eher nur Twitchy. P1 für ihn, erste Startreihe. Auf jeden Fall die meisten Österreicher. Danach kommt Truxo und Johnny. Truxo jetzt hier der Veranstalter sozusagen. Johnny auf der 4, schönes Thema. Bison auf der 5, Nico auf der 6 mit dem besagten Platten. Moser kommt joint nach, schiebt sich auf die 7. Grey Lightning nur auf der 8, gefolgt von Florian. Und jetzt haben wir, das ist... Oh, die Ampeln an, satter Sound, aber nur einmal. Leider wurde noch ein bisschen verbuggt. Oder es ist die Entfernung, es geht los und wir sehen nichts. Kamera, ja, Simon Innenseite rein und schnappt sich direkt Twitchy, aber... aggressiv, würde ich sagen. Ein Ticken zu aggressiv. Vielleicht während... Ich glaube, das ist Bison hier, sich verbremst. Und sich hier einen Frontflügelschaden holt. Nee, ist nicht Bison. Da ist doch alles dran. War Johnny, glaube ich. Jetzt muss ich mit den Autos auch erstmal klarkommen mit den neuen Lackierungen hier aus der Sicht. Jetzt bin ich die alten gewohnt. Ah, und da fehlt die Endplate vorne rechts. Bei Johnny, aber die Intervalle funktionieren. Sehr schön, sehr schön. Das war ja im letzten Game ein Riesenproblem. Warum sie das nicht bekommen haben, verstehe ich bis heute nicht. Aber hier scheint das alles zu funktionieren. Das freut mich. Das freut uns alle. Da haben wir Spaß. Aber Johnny verliert ja schon so ein bisschen den Anschluss für Jackie. Und hinten ist es Florian. Hat sich hier gedreht. Gab es vielleicht eine kleine Kollision, Berührung. Und Max, der Nächste, der sich dreht. Und das ist Nico. Und die 10-Sekunden-Strafe für Max für die schwere Kollision mit Nico. Oh, ist das bitter. Und wir haben VSC. Ja, mal so, wir sehen ums links. Das kommt mal, uns kommt mal nicht. Das ist ein Intervall-VSC. Ja, die Jungs dürfen mal zwischendurch wieder Vollgas geben. Würde mich interessieren, ob dieses Delta dann noch zurückgesetzt wird. Spielen wir mal nach vorne. Ich habe nichts gemacht, er dreht sich vor mir weg. Ja, Max, ich habe doch nicht gesagt, dass du das warst. Oh. Konzentriere dich lieber aufs Fahren, anstelle hier im Chat rumzuschreiben. Oder hast du jemanden neben dir sitzen, der dir sagt, den du diktierst, was er zu schreiben hat? Ja, Max. Session aufgeben. Wir haben Safety Car. Wäre doch noch eine Option gewesen, lieber Max, Safety Car zu nutzen. Aber es kam jetzt auch sehr spät, ne? Safety Car, das blinkt wieder. Mal schauen, ob das so gut funktioniert alles. Kommentieren verbinden, wenn man so zwischendurch einfach nur mal so den Namen sagt und nichts anderes. Finde ich auch ganz lustig. Da muss aber so ein Frank Buschmann mal machen. Also da muss es ein Profi machen. Das muss ein Profi in die Hände nehmen. Das Projekt. Ich berate gerne. Frank Buschmann. Ja. Biggest Fan und so. Von dir. Klingt dann nochmal, ja, muss es ja immer wieder erwähnen. Klingt der Sound ja eigentlich wirklich, wirklich interessant. Auch eigentlich wirklich gut. Also, wenn sie da noch ein bisschen dran arbeiten, an dem Soundsystem, könnte das echt geil sein. Wenn man den länger hört und zwischendurch, wenn mehrere Fahrzeuge sind, dass es sich klar ist, was für ein Sound es da zeigt. Das ist manchmal ein bisschen. Also, zumindest bis jetzt, die zweimal, die es hatte, nicht ganz nachvollziehbar. Ja, genau, Max. Okay. Bisschen Spaß haben. Aber du hättest ja auch weiterfahren können und hast Unterbodenschaden, Max. Warum hast du aufgegeben? Gib mal Feedback. Die armen Jungs, die wollten mit dir falten und du bist jetzt so im Stich.
twitchy vorne. Also vorne die ersten beiden nicht auf neuen Reifen. Das sehen wir hier. Sie haben nicht gestoppt. Könnte natürlich zum Genickbruch führen, diese Entscheidung. Da bräuchte nämlich fürs nächste Safety Car dann auch massiv Abstand. Und werden sie eigentlich auch nicht herausfahren könnten, wenn die Jungs halt da frische Reifen haben. Dementsprechend eigentlich so einem kurzen Rennen. Das erste Safety Car nutzen, hat man eigentlich schon sehr gute Chancen. Zweiten Safety Car ist man tendenziell eher weit hinten, je nachdem, was das gesamte Feld macht. Wenn nur einer in die Box geht, dann ist das Safety Car, dann ist es ja eh Gorbs wie gesprungen. Ja, zwei hat es auf die Art verschlagen: Physio, Alex und Nico. Dann glaube ich auch mit den Mediums gestartet, dementsprechend konnten sie nicht auf diese Mischung gehen. Aber ein Twitchy, Johnny und Brady sind auf die Soften gegangen in den letzten 10 Runden. Oder 9 oder 8, je nachdem, was das Safety Car uns. Ja, wann es uns weiter racen lässt. Alle Fahrzeuge sind jetzt so in der Reihe, könnte natürlich sein, dass es jetzt kurz vor der Box sagt: Jo, passt, ich fahre hin. Bison geht jetzt doch rein. Damit haut er natürlich alle Positionen weg, die er bis jetzt gewonnen hat und am Qualifying erfahren hat. Muss ich das Ganze hinten anreiten müssen. Oder macht es mit Absicht und sagt die. Ach, er hat eine 5-Sekunden Strafe. Oder nicht? Nee, okay. Er hätte vorher halt gestoppt. Hat sich vielleicht noch einfach verdrückt oder den Knopf nicht belegt. War vorher nie beim Boxenstopp. Also für. Fällt mir das Wort nicht ein. Also das Blinken oben links ist für gewisse Personengruppen nicht geeignet. Sagen wir es mal jetzt so. Epileptiker, dankeschön. Irgendwann fällt das Wort einem doch wieder ein. Heftiger soll jetzt aber diese Runde eigentlich reinkommen. Würde mich auch interessieren, ob rote Flaggen aktiviert sind hier bei dem Kollegen. Simon, der haut's hier weg hinterm Safety Car. Das ist sonst Bastis Methode. Aber wird hier gleich zu Bison zu. Oh. Da wollte er so natürlich einmal mit Vollgas sich umdrehen, aber irgendwie hat das Auto untersteuert und wollte dem nicht Folge leisten sein wünschen. Und da sind wir dann mit Simon ganz hinten. Schade für ihn, aber es heißt, die Chance für Twitchy wieder vorne anzugreifen hat, ist die besseren Reifen gegenüber Truxo. Safety Car diese Runde und Truxo muss halt auch nochmal stoppen. Das also nicht als Sprintrennen gewertet wird, das muss man gesondert einstellen. Und das Safety geht rein, wir gehen mal bei Grey Lightning rein und schauen uns das Thema aus seiner Position an. Und Druck so früh auf dem Gas, aber Twitcher kann richtig gut folgen, der ist direkt dran geblieben. So ein halbes Zehntel Abstand könnte sich natürlich mit einem besseren Reifen mit Windschatten hier reinsaugen. Mit dem ERS. Einfach durch das Pass Twitch Jackie übernimmt seine Führung wieder. Boah, wer sich da verabschiedet, gehe ich dann mal hiermit durch. Das ist der Physio Alex. Hier gerade ausgeschossen, bitter für ihn. Da kommt er. Eigentlich eine schöne Kamera. Da haben sie ein, zwei schöne Kameraperspektiven für ihn gefügt. Ich glaube, im alten Teil war es. Gab es hier noch nicht da.
und dann passt das auch alles soweit. Na, schade. Ich dachte, wenn ich jetzt zurückgehe, geht das auch. Ne, das flippt noch nicht ganz so. Ich wäre auch so ein Knopf geil, wo man die Kamera fixieren könnte. Einfach Tab-Taste, die Kamera bleibt und folgt dem Fahrer nicht zur nächsten Kamera. Bleibt einfach da stehen. Wenn man es lossetzt, schaltet es dann wieder um. Das wäre eigentlich auch eine sehr geile Funktion, würde ich sagen. Könnte man auch diese gewisse Position auch beschränken, die bestimmte Kamera irgendwie. Aber ja, auch sehr schön. Folgen wir mit dem Helikopter. Natürlich mit batteriebetriebener Helikopter. Da wird kein Treibstoff für verbrannt. Wo Infodrop? Ja, keine Ahnung, vielleicht kommen die noch. Max, vielleicht kommen die noch irgendwann. Wenn wir ein kleines Päuschen haben oder so. Überlege ich mir mal, ob ich da was erzähle. Kannst dich ruhig ein bisschen lauter machen. Ja. So, jetzt haben wir es ein bisschen lauter und Physio-Alex schon wieder in Turn 2 hinein, dass er sich da verbremst. Schade für ihn. Lügt bis jetzt nicht so gut. Der nächste, das ist Florian, der sich da wegdreht. Oh, eins zu weit. Verliert auch Flügelteilchen. Da sehen wir aus der rechte Frontflap ist weg. Aber vorne Druck so, der lässt sich da nicht lumpen. Twitchyaki kommt da nicht hinterher. Also nicht weg zumindest. Und Florian haut es jetzt komplett weg an der Burg. Schauen wir mal, ob der liebe Physio Alex da auch unbeschadet vorbeikommt. Ja, kommt da er wegteleportiert worden wurde, ja. Oh, die schöne Kamera, da könnte man sich schön fixieren für den nachfolgenden Verkehr. Und Ruxo wird erstmal die Führung wieder übernehmen. Mit DRS, ERS sollte sie alles ohne Probleme vonstatten gehen. Windschatten vorbei, aber er muss trotzdem nochmal in die Box. Mosak jetzt auch an Brady vorbei. Inside, ja, das klassische Manöver. Ihr Turn 1 hinein, aber ich glaube, Mosak mit stehenden Reifen. Und dadurch kommt dann Brady nochmal zum Kontern. Und da ist es Grey Lightning hier rechts, der sich da verbremst. Und DNF geht, oh, und dann ist es Simon, der da reinfährt in das Wrack, das da noch so ein bisschen näher schwebt und sich bewegt. Und kein Safety Car. Anik hier schön innen rein gegen Simon. Simon hier natürlich aber straffrei. Umgekehrt Simon gegen Nico. Nico hier mit der Strafe noch. Und Johnny und Bison. Oh, Johnny hat den Frontflügel kaputt gefahren. Ach, ist das bitter. Deswegen hier auch im Infield dieses Überholmanöver. Sieht man sonst an dieser Stelle, denkt man tendenziell wenig, zumindest so früh. Mit dem Fehler kann man da eigentlich auch schon mal innen reingehen, in der nächsten Kurve. Aber Johnny nochmal in die Box. Und Truxo hier sehr gut eigentlich mit der Musik dabei, aber jetzt verliert er ganz schön ordentlich auf Twitch von Johnny hier. War das knapp. Das erste Mal ohne Linie ist echt nicht leicht. Flo, das glaube ich dir. Ja, man muss sich da übelst sehr reinfuchsen. Man hat sich vorher auf die Farben verlassen. Die sind natürlich jetzt weg. Ja. Muss sich die Bremspunkte jetzt woanders herholen. Ob es die Bremsschilder sind, ob es die Curbs sind. Wenn diese Referenzpunkte erstmal fehlen, ja, muss man sich rantasten. Manchmal funktioniert. Klappt es. Manchmal klappt es halt nicht. Das ist halt so. Simon schon wieder sehr aggressiv, also der küsst die Banden da sehr mit sehr viel Liebe. Druck so DNF und zwar hier in Turn 1, hier rechts rein, links rein, hier rechts steht der, was ist denn da passiert? Da muss er aber mal rausbeschleunigen, das Heck ja verloren, aber normal eigentlich nicht, war weit genug weg von Twitch, so ein Zweikampf war da eigentlich nicht zu beobachten. Muss ich mir mal rewatchen bei ihm im Stream. Bison jetzt an Mosak, dann der kummelt sich ja immer weiter nach vorne, der gute Mann.
Zombie King, moin moin. Schön, dass du da bist. Hier zum Truxus-Event, was wir hier nur am Rande kommentieren und mitverfolgen dürfen. Der gute Mann muss ja selber fahren, hat es gerade leider an die Wand gesetzt nach Turn 1. Aber wir sehen auch schon, der ein oder andere hat mit diesem Spiel noch Probleme. Wir haben einige Verbremser und auch schon Dreher gesehen. Man muss sich ja so ein bisschen akklimatisieren mit diesem Thema erst. Und dann in 1, 2, 3 Wochen kommt noch die Konstanz dann hinzu. Und da ist Brady apropos konstant. Normal geht der konstant DNF und jetzt hätte das was schon wieder getan. Grüße, lieber Brady. Kennen uns schon ein paar Jahre, alles gut. War auf P2 liegend, gutes Rennen aber jetzt hier aus. Fahrzeug verloren und dann ist der liebe Bison vorbei. Der lässt sich ja nicht zweimal bitten. Erfahrener Mann. In diesem Teil nur nicht so schnell, wie er selber behauptet. Und das sehen wir auch. Allein in der Quali-Pace haben wir es gesehen, dass bei Bison noch nicht so viel rund läuft. Aber gut, das ist auch vielleicht eine Strecke, die er nicht jetzt wirklich trainiert hat. Und Setup ist ja A und O. Das spielt halt auch nochmal eine riesen Rolle. Also wir werden zum Season-Start sehen, wie die Jungs denn tatsächlich hier vorbereitet und wie gut sie mit dem Game klarkommen. ...1:40:1 ohne Training mit keinem richtigen Setup. Selfmade Setup, ist das okay? Ja, Max, definitiv. Ich habe dir gesagt, ich habe deine Leistung oder deine Entwicklung über die gesamte Saison jetzt auch schon gelobt. Das heißt, da hast du einen riesen Schritt gemacht, deshalb ich auch sage. Klar, Pro League ist auch eine schöne Sache, weil du halt einen Sieger mitfährst, das verstehe ich, kann ich absolut nachvollziehen. Aber die Masters ist jetzt kein Feld, wo man sagt, ja, könnte man dich nicht einsetzen. War dann oftmals dann doch eher an der Rennpace die Konstanz, die da gefehlt hat. Also auf eine Runde klappt das eigentlich sehr gut bei dir. Und darüber hinaus, dann, da fehlt es halt noch so ein bisschen. Na, um Siege in Welt nicht. Max doch, wer weiß, ne? Wie gesagt, vielleicht gehen ein paar hoch und dann ist da wieder vielleicht Munition für dich da. Wir sehen Bison, der fährt sich ja schön frei von Brady, der Musak im Gepäck hat. Spiel nochmal rein. Also haben wir auch schön die Banden. Gut, geht vielleicht weniger, aber ich nenne es auf den Kopfhörern. Von links und rechts die Banden, wenn sie näher dran sind. Wo der Sound dann mehr zurückschallt. Was? Der hat damals aber ganz schön einen Boost gemacht, der Ferrari. Aber kann nicht angreifen. Vorhin haben wir es auch schon gesehen, Innenseite Musak konnte sich ja nicht richtig reinbremsen, hat im Vorfeld aber auch schon erwähnt, dass ihm das Fahren ohne ABS richtig Spaß macht, aber da war Brady schon wieder mit dem Heck unterwegs. Diesmal hat es die Bande getroffen und hinten der liebe Simon, der sammelt es dann noch mit ein. Und damit Brady P2, vor 2 Runden war er noch P2 oder anderthalb Runden, jetzt ist es P4, schade für ihn. Weiter nach vorne wird es dann auch nicht gehen. Muss halt viel fahren, dann geht das in dem Game schon. Es ist halt in jedem Spiel so, man muss immer viel fahren, egal welches, auch wenn es Arcade-Spiel ist, ob es ein Simcade ist, ob es eine Simulation ist, man muss halt mit den ganzen Handling klarkommen. Ja, man ist nicht Profi von Anfang an. Man muss halt erstmal in den ganzen Bereichen reinfinden, ob jetzt auch kennt man ja von FIFA, von Call of Duty, von Tony Hawks auch zum Beispiel. Da muss man die Automatismen lernen und so weiter und so fort. Und dann lübt das auch schon. Man muss sich damit beschäftigen. Und dann kommt das. Außer das Fahrzeug liegt einem von der Fahrweise grundsätzlich einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, Simon hat einen Platten. Wir sehen uns an Sebastian Vettel in Texas zurück. Da hat das Fahrzeug eine ähnliche Position gehabt. Das sieht aber auch interessant aus. Wie sieht das denn? Ja, das Schadensmodell können wir natürlich auch mal. Aber dass man da mehrere Sachen einstellen kann, geil. Ja, konnte man grundsätzlich auch, aber wie wir vorhin besprochen haben mit Bison, haben die Sachen jetzt auch tatsächlich eine Auswirkung, wie es in echt tatsächlich wäre. Und haben nicht nur kosmetischen Beistand und machen Sachen, die sie nicht machen sollten. Bleiben wir mal bei Simon drauf. Ich finde, das sieht super aus. Mal gucken, wie er sich in die Box quält. Ansonsten haben wir ja keine Duelle gerade. Ist schon
interessant anzuschauen hier. Ich glaube, der wird das Thema gleich in der Box abstellen. Wofür denn auch? Der ist gleich überrundet von Twitchy und dann ist das Thema auf jeden Fall vorbei. Mir zum Beispiel kommt das Game sehr entgegen. Ja, das freut mich, das ist super gut. Also wie gesagt, ich hatte mich vorhin auch mit Bison kurz unterhalten. Ich habe selber keine Praxis, also ich habe kein Beta gespielt. Ich habe das Game selber nicht zum Fahren. Ich war ja auf dem PC und auf der PlayStation habe ich es jetzt zum Kommentieren geshared bekommen. Also fahre ich nicht aktuell. Und der liebe Bison hat mir gesagt dann, dass es doch dann so ist, dass er tatsächlich iRacing-Kollegen hatte. Also wenn man iRacing fährt, dann liegt einem das Spiel. Und da denke ich auch, okay, ich bin sehr gerne iRacing gefahren und den 22er und 21er Teil eigentlich gar nicht gern. Und er hat Kollegen, die haben den 23er Teil sind sie gefahren und haben sich nur gedreht, kam damit nicht klar, weil es halt einfach nicht nachvollziehbar ist, was die Karre dort gemacht hat. Und die sind diesen 24er Teil gefahren und waren positiv überrascht, wie gut das doch eigentlich ist, weil es einfach viel realistischer tatsächlich sein soll, was das Fahrzeug da mit einem unternimmt. Dementsprechend bin ich da auch eigentlich guter Dinge, dass ich es dann vielleicht mir auch dann doch hole für PC zum Fahren. Wenn das so ist. Ich werde es auf jeden Fall mal antesten. Wieso hat es mir schon... Ich möchte es mir ausleihen, sozusagen. Damit ich es mal antesten kann. Und alles Weitere werden wir dann sehen. Gib mal Meinung zu meinem Start vom letzten auf P7 vor T1. Ich habe das gar nicht so richtig gesehen, ehrlich gesagt. Du warst dann auf einmal da. Also, ich sag mal, du kannst dich gut reinbremsen in Kurve 1. Also, die anderen kannst du echt gut divebomben. Das ist klasse, Max. Super. Aber jetzt brauchen wir aber die Reifen hier nicht mehr. Ich hoffe, bald dürfte es auch bei mir dann Essen geben. Das ist mal ganz wichtig. Bin halt übel gut weggekommen. Ey, das war alles. Ja, alles gut. Das werden wir dann in den Chatgruppen hören, ob das alles so fair war. Oder das Rennen dümpelt jetzt erstmal vor sich hin. Ja, nach jedem Rennen 5 Minuten Pause und nach jedem Qualifying immer 1-2 Minuten warten, bis da alle eingeritzt haben. Alles klar, also haben wir gleich nach dem Rennen 5 Minuten Pause, das ist in Ordnung. Fährt Nico auch mit? Nein. Der kann heute nicht. Jetzt muss ich überlegen, also wir haben ja jetzt noch einen zweiten Nico auf dem Server. Ich denke mal, weil du fragst, meinst du diesen RLS-Nico, nehme ich mal an. Der ist nicht dabei. Der andere Nico, der ist hier. Platz 5. Aber der LS-Nico, falls du den hast, ich habe doch sonst, glaube ich, keinen anderen Nico, oder? Oder? Sonst muss ich mich mal dran erinnern. Der fährt nicht mit, der kann heute nicht. Und hinten? Ne, es ist natürlich der Simon, der sich dreht. Natürlich. Hat der wieder einen Platten? Ne, hat er nicht. Uiuiui, aber hier, auch der Sound, das war nicht realistisch, also wie er da, das passt nicht. Aber es ist ein guter Kameramann, der Simon, da haben wir eine Steadicam, falls wir da 50 Fahrzeuge durchrasen haben, schönes Thema. Ja, und damit ist das Thema eigentlich jetzt auch durch, Nico wird den Auftakt zur Druck, so wie er mir gewinnen. So, im Hintergrund kriegt das Match, ob man die alten V10 Formel 1 Fahrzeuge durchrasen hört. Ja, und Twitch, der jubelt schon, er weiß, das kann ihm hier keiner nehmen, außer haut das Ding natürlich jetzt an die Wand, wie damals Verstappen. Aber es war nicht vor der Ziellinie, es war ja weiter im Rennen. So, großer Preis erstmal von Baku an Twitchy. Bison holt sich P2, hätte man gar nicht mit gerechnet eigentlich nach seinem Dreher. Musok auf die 3 vor, ist nachgejoint, eine Quali-Zeit gesetzt, lief gut für ihn. Ab auf die 3. Brady hat dann doch noch die 4 fixiert.
Ist er doch ohne Flügel, ohne Stop durchgefahren. Nico mit der Zeitstrafe, aber auch mit dem Flügelschaden, da fährt man auch nicht mehr in die Box. Super Game. Ja, Simon, ne? Du musst dir mal ein bisschen Mühe geben. V10 war so geil. Ja, ich glaube, ich war tatsächlich einmal als Kind am Hockenheimring. Ich weiß nicht, ob es die V10 waren. Ich weiß auch nicht mal, welches Jahr es war. Ich müsste echt mal nachschauen, so um die 2000er-Wende. Das weiß ich auch noch. Absolut geiles Thema. Aber erstmal das Thema abzuholen. Nico auf die 5, Johnny auf die 6. Physio Alex, der wird gleich auf die 7 fahren. Da haben wir auch letztens, da waren ja letztes Jahr ein Monster zur Formel 1. Da haben sie auch mal die historischen Fahrzeuge fahren lassen. Da war auch der Jager von 2004, ich glaube 2004 war es, 2003, 2004. Ich müsste echt schon mal nachschauen. Der war auch dabei. Und die fahren ja schon gedrosselt. Das war aber auch schon mal sehr, 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 sehr geil. Dann auch von Scheckter, der Ferrari damals und was da alles noch fuhr. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Müsste ich mir die Videos anschauen. Und das war schon mal nochmal ein bisschen satterer Sound. Formel 1 dagegen wirkte dann doch sehr, sehr zahm. Ja, und damit sind wir jetzt durch. Physio Alex hat es auch geschafft. P7 für ihn. Der Rest DNF. Fahrer des Tages ist Bison. Jetzt sind wir ganz fix. Immer. Ah, die Animationen werden alle gleich bleiben. Vielleicht haben sie da hier und da mal ein bisschen was an der Belichtung geändert, damit die Grafik vielleicht noch mal ein bisschen hübscher ausschaut, aber. Das würde mich mal interessieren, haben wir den Originalpokal vom Baku? Ich weiß gar nicht, wie der ausschaut, ehrlich gesagt. Der erinnert mich gerade so ein bisschen an den von Japan, den man küssen konnte und der den Nationalhymne abgespielt hat. Aber das ist halt so ein japanisches Ding und da finde ich das eigentlich auch sehr geil. Ja, die haben die Haare ein bisschen glänzender gemacht, damit es nasser wirkt. So, jetzt aber erstmal ganz fix hier durch, großer Preis. Von Baku, erste Rennen. Twitch Hacking gewinnt das Rennen. Auch mit der schnellsten Rennrunde. Schönes Thema. Bison auf der 2, gefolgt von Mursak. Brady auf die 4 vor, nachdem er eigentlich geflucht hat und im Rennen ein bisschen Probleme hatte. Aber hat sich gehalten. Nico folgt auf der 5, gefolgt von Johnny auf der 6. Physio Alex, der einzige im Kick, sauber auf der 7. Simon auf der 8. Truxo 9, 10. Grey Lightning 11. Florian 12 ist der liebe Max.